Meister Templar versteckt wartet. Gucken wir mal. Alles gut. Na, es guckt gerade keiner. Perfekt. Ganz schnell rein. Mal gucken, was uns hier wieder für eine Kletterorgie erwartet. Falls wir klettern, ne? Ist ja auch nochmal so eine Sache. Kaufrausch! Den Geldschrank der Templer finden! Volle Synchronisation, nur das Ziel töten! Oha! Nur das Ziel töten! Das heißt, die ganzen anderen sollte ich nach Möglichkeit also ignorieren? Oder halt mich so gut daran vorbeischleichen, dass die mich gar nicht sehen und alles? Ja, das kann ich doch so gut, ne? Los geht's! Was ist, Kapitän Umst? Sei leise. Ich werde dich sehr reich machen. Ich habe einen Schlüssel auf dem Markt erstanden für den Torre della Milizie. Und wie macht mich das reich? Der Mann sagte, es gäbe einen Schatz in der obersten Kammer. Doch die Treppe ist baufällig. Ich brauche deine Hilfe, um... Wir sind nicht mehr allein. Also bringst du meinem Weib die Leiter? Ja, das mache ich. Du bist so ein guter Freund der Familie. Ich bin dir eine Belohnung schuldig. Darauf freue ich mich schon sehr, Capitano. Ist klar. Ist klar. Oh mein Gott. So, den Templern folgen. Dazu muss ich doch erstmal hoch. Ja, erstmal hoch, ne? Ich denke mal hier drüber. Hehehe, ja, okay. Okay, da grabbelt er sich ganz normal nach oben. Gut. Nur das Ziel töten, na gut. Ich stehe heute Nacht mit der Leiter bereit. Und was ist mit meiner Belohnung? Assassino! Alter, wie schnell explodiert dieser Apfel? Los, wir halten ihn auf! Helf mir, Ragazzi! Mein weiser Armleuchter! Wir kriegen ihn! Ich hab die Ratte! Da! Er ist hier! Helf mir! Oh, Ezio! Ich würde gerne sehen, wie du es versuchst. Ja, ist klar, ich renne einfach an dem vorbei. Wow, 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 wow. Hui, oh Gott. Nur das Ziel töten, ne? Was, Tier? So ein... Was? Stehen! Ist eine Kiste? Oh, Ezio, komm, beweg dich! Moment, der kommt mir bekannt vor. Cazzo! Bleib mir vom Leib, Assassino! Nein? Ganz sicher nicht. Schlüssel beschafft. Sehr gut. Oh, und jetzt nur noch diese Tür öffnen. Ist jetzt die Frage, wo? Das ist jetzt die Frage. Also irgendwie hier so.
Ah, perfekt. Oh, perfekt. Perfekt. Schön. Ja, die paar Kisten, die wir da gesehen haben. Naja, gut. Schade um die, ne? Okay, hätte sein können, dass man da oben irgendwas sieht. Und jetzt erstmal da hochkrabbeln. Na komm. Das packen wir. Aber Laufsprung, okay. Warum war doch easy? Ah, okay, da will mich jetzt da hochlotsen. Okay, okay, okay. Ich hab's gerade gehört. Hier ist irgendwie was zum Einsammeln. Hoch? Da ist eine Kiste. Ja, gut. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Ja, von hier scheinbar nicht. Ja, gut, ist nur eine Kiste. Komm, passt schon. Ach, hier sind... Oh, noch mehr Kisten. Sehr gut. Oh ja, Geld, Geld, Geld. Oh gut, da ist ja überhaupt nichts drin gewesen gerade. 100. Nur 100? Traurig, ich dachte, jetzt kriegt man gutes Geld. Na gut, was kriegen wir hier raus? Oh ja, nimm einmal alles. Schade. Aber 4000. Das nehme ich doch gerne. Volle Synchronisation. Ja. Perfekt. So muss das. Das lief doch sehr gut. Roms Einkommen auf was? 22,55 erhöht hier. Unterspringen. Ach, hier kann man auch. Super. Haben wir hier auf der Karte so einen komischen. Komischen Rand hier vorne. Ah, okay, wir könnten ja noch diesen Aussichtsturm noch machen. Ob das. Den hier auf jeden Fall aufheben. Hui. 5000! Yay! Da kaufen wir uns doch gleich mal einen Arzt. Ne? Für 650. Los geht's. Ah, schön. Heilung für alle Schäfchen Gottes. Ja, für alle Schäfchen Gottes, ist klar. Apothekerbedarf ist alles voll, sehr schön. Gegenstände verkaufen könnte man machen, aber da wir ja für gewisse Quests ja einige Items tatsächlich brauchen, verkaufe ich sie jetzt nicht blind. Meinung ändern.
So, hier oben soll es irgendwie noch einen Banner geben. Ah, egal. Ich bin jetzt sowieso nicht auf Bannerjagd, ne? Die Banner, die brauchen ewig. Ah, sehr gut, ohne Schmerzen. So, Mustard. Perfekt. Du bist einmal da hoch. Uiuiuiui. Einmal da hoch. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Wie kommen wir jetzt da hoch? Alter, schon 4500 in der Bank. Boah. Ah, guck mal, ein Banner. Ich habe wieder begonnen, die Tochter des Nuns zu. Eigentlich habe ich keine Lust, die Dinger aktiv zu finden jetzt, ne? Aber. Wenn es mir schon mal so anbietet. 12 von 101. Nein, Martina. Nein. So, und jetzt nur noch nach da oben. Okay. Los, hoch jetzt hier. Ezio, gib Gas. Gib Gummi. Hoch mit dir. So, einfach mal Adlerauge mal hier schweifen lassen. Manchmal mal ja Glück, dass er hier einfach mal was markiert. So wie jetzt eben gerade da drüben. Oh, eine Feder. Die Welt an sich. Alter, schon 4 von 10. Wir müssen uns ändern, um sie zu verstehen. Ihre Frage, auf welcher Seite komme ich jetzt am leichtesten hoch? Studium gelüftet werden. Aber oh, kommt man wirklich da nicht weiter? Theorien großer Männer, die durch überholte Instrumente und Ansichten beschränkt waren. Schön. Wir leben in einer höher geht's nicht. Kunst, oh. Medizin, Philosophie. Jeden Tag Peter. Werden neue Durchbrüche erzielt. Aber wenn wir gen Himmel sehen, stellen wir keine Fragen. Wir verharren in der Vergangenheit. Es ist okay. Zeit, unsere Lehren zu hinterfragen. Die Welt so zu erkunden, wie sie wirklich ist. So, Synchro, los geht's. Sehr schön. 10 Stück. Nicht mehr lange, dann haben wir schon die Hälfte. Ja, das geht doch gut voran. So, wo gehen wir als nächstes hin? Da gibt es natürlich nochmal Kurtisanenauftrag. Was haben wir hier? Kopernikus. Ich habe leider keine Ahnung genau, was das bedeutet. Ich will da einfach mal hin. Ausgesetzt. Ah, wir müssen wahrscheinlich da hoch, oder? So was habe ich noch nie gesehen. Er ist kein guter Dauer. Ich glaube, von hier aus kommen wir doch ganz gut ran, oder? Oh, komm schon, Ezio, bitte. Oh, es kann jetzt nicht sein, dass du da nicht rankommst. Die Welt an sich ändert sich nicht. Ah, da vorne. Ändern, um sie zu verstehen. Ihre Geheimnisse. Na gut. Gucken wir mal. Aber man lehrte uns das Falsche. Wer ist dieser Mann? Er kommt aus Preußen. Man sagt, er studiere im Vatikano. Aber seine Worte klingen gar nicht danach. Manche sagen, man solle mit Ptolemäus' Erklärung des Himmels zufrieden sein. Seiner mathematischen Syntaxis von um die Erde tanzenden Bahnen. Aber wozu benötigt man solch komplizierte Zahlen? Vielleicht, um die zahlreichen Widersprüche zu verbergen. Man muss Widersprüche hinterfragen. Deshalb leben wir. Um Fragen zu stellen. Tötet ihn schnell. Der Meister will, dass alle Gelehrten heute Nacht verstummen. Nein. Wenn die Borgia involviert sind, dann auch ich. Ist klar. So, falsche Zensur. Q.
Kopernikus vor den angreifenden Borgia-Wachen verteidigen, während des Angriffs keinen Schaden nehmen. Also ich oder Kopernikus? Ja, so viel zu keinen Schaden nehmen, ne? Attentatserien funktionieren doch schon ziemlich nice, ne? Aua, 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 au. Au! Oh ja, mit Sand oder was? Ja. Oh, bleib doch mal hier. Oh, Ezio, komm, gib Gas. Ah, Mist, der ist zu weit weg. Oh, komm schon! Wo kommt der denn auf einmal her hier? Das ist auch von hinten so erdolcht, schön. Die übrigen Wachen eliminieren, so, fertig. Das waren zwei mit einem Streich? Das waren eben gerade zwei mit einem Streich? Uiuiuiuiuiui. Alter, was habe ich hier angestellt? Eieieiei. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wer seid ihr, der ihr einen Unbekannten beschützt? Jemand, der an die Freiheit glaubt. Ezio Auditore da Firenze. Ezio. Man nennt mich Nikolaus Kopernikus. Ich hörte euren Namen oft am Hofe der Borgia. Aber jetzt habe ich den Beweis, dass es euch wirklich gibt. Ihr seid Gast des Vatikans und doch greifen seine Wachen euch an? Haltet ihr mich für einen von denen? Offen gestanden, ihr habt recht. Gestern war ich ein Templer. Und heute? Die Templer wollten, dass ich die Ergebnisse meiner Experimente geheim halte. Doch das kann ich nicht tun. Die Borgia jagen euch und eure Freunde. Mein Kollegium? Die Logik dahinter entzieht sich mir. Findet Copernico! Doch besprechen wir die Logik später. Folgt mir. Oha. Aus der Umlaufbahn. Copernico ist bei der Flucht vor den Wachen helfen, die ihn zur Strecke bringen wollen. Zur vollen Synchronisation in weniger als 3 Minuten in Sicherheit gelangen. Oh, schon wieder so eine Zeitgeschichte, ja? Na gut, gucken wir mal. Wie gut bist du mit Springen und Klettern und so? Aber ich glaube, das wird nichts, oder? Hier ist das Wahrzeichen für 38.000. Ja. Dann. Keine Ahnung, ob er gut klettern kann oder nicht. Ich mache das lieber auf dem langen Weg. Jetzt ist nur die Frage, wie muss ich da jetzt hin? Oder hätte ich doch da oben bleiben können? Oh, das ist doch jetzt... Nee, ne? Nee. Ey, das gibt's nicht.
Alter, wehe, ich hätte mir das Ganze auch leicht machen können. Was? Okay, der wird wirklich direkt angegriffen. Was? Hä? Okay. Interessant. Lass mich einfach weglaufen, bitte. Ist klar. Oh, da kommen welche. Komm hier rein. Ist klar. Ich brauche Hilfe. Vieni a prendermi. Okay, mir reicht's. So. Wenn er es nicht anders haben will, kommst du? Komm mal mit, Kopernikus. Ja, komm, das geht doch gut voran. Meine Kinder haben heute noch nichts gegessen. Oh, guck mal, hier kann man das Ding auch kaufen. Wie viel? 30.000! Boah! Hab ich! Locker! Ey, ich brauch locker 6-mal mehr Geld als das, was ich jetzt habe hier. Und mit etwas Glück haben wir jetzt keine Leute mehr. Oh komm, das sieht gut aus, das sieht gut aus! Jusch! Folgt mir. Da ist eine Kiste. Ihr seid ihr sicher? Was ist mit meinen Kollegen? Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Woher wisst ihr irgendwas? Wissen zu sammeln ist ein gefährliches Unterfangen. Es ist leichter zu verweilen, nichts zu lernen, als zu riskieren, die Wahrheit zu kennen. Nun gut. Erleuchtet mich. Bringt meinen Kollegen diese Briefe. Sie müssen unbedingt über die Gefahr informiert werden. Gefahr? Na gut, okay. Checkpoint. So, erstmal Kiste her hier. Volle Synchronisation fehlgeschlagen. Das mit den 3 Minuten, ne? Ja, gut, komm. Passt schon. So, und da drüben blinkt gerade so ein Wolfskopf auf. Sehr schön. Was bedeutet? Genau, Versteck von Romulus. Können wir doch gleich direkt mal machen, ne? Aber hier drüben wird auch noch einer markiert, ne? Der ist aber gelb. Schatz des Romulus und Versteck des Romulus. Ist jetzt die Frage, haben das Ding müssen wir eigentlich abgeschlossen haben, eigentlich, oder? Oder das Ding wird mir explizit markiert? Ist nur ein Weg, das herauszufinden. Wir prüfen das Ding einfach mal. Na? Hier. Ah ja. Da ist sogar irgendwie so ein Symbol unten eingezeichnet. Okay. Könnte ein Z sein. Ja, für ein N ist es ein bisschen merkwürdig geschrieben. Naja gut, für ein Z ist aber auch falsch rum eigentlich, ne? Ein S ist zu sehr gewinkelt. Ach, ich habe keine Ahnung. Ist doch egal.